Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es eine Rezension-Buchempfehlung von mir geben. Und zwar, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich eigentlich kein Thriller-Leser bin, beziehungsweise ich bis jetzt noch keine Thriller gelesen habe, weil ich eher so der Fantasy, New Adult und so Typ bin. Und ja, aber ich habe einen Thriller gelesen und den fand ich so gut und deswegen muss ich ihn euch einfach vorstellen. Und zwar geht es um Raum 213 von Amy Crossing, Harmlose Hölle. Das Buch ist im Löwe Verlag erschienen und kostet 7,95 Euro. Ist auch sehr, sehr dünn, denn es hat nur 170 Seiten und ja, ich war ja ein bisschen kritisch, was dieses Buch anging, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Thriller, der dann auch noch so wenig Seiten hat, gut sein soll, aber ich hatte vorher schon vieles Gutes davon gehört und ja, deswegen habe ich ihn gelesen und ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut, weil das einfach was war, was ich mir unter Thriller vorstelle. Ich habe schon mal einen Thriller gelesen, der war von Hans Koppel, Bedroht, glaube ich war das. Und den fand ich einfach überhaupt nicht gut, weil der war für mich einfach total langweilig. Aber den hier fand ich so gut und ich fand ihn auch richtig, richtig spannend. Einfach das, was für mich Thriller ausmacht. So ein bisschen dieser Nervenkitzel und dass man immer weiterlesen will, weil es einfach so spannend ist. Und das war bei diesem Buch einfach so. Ja, wie der Titel schon sagt, geht es in diesem Buch so grob gesagt um Raum 213. Nämlich die Erie High, glaube ich, hieß die Schule, ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist eine ganz normale Highschool für ganz normale Schüler. Und ja, in dieser Schule gibt es einen Raum, und zwar Raum 213. Und dieser Raum soll wohl irgendwie dieses personifizierte Böse sein, denn jeder, der in diesen Raum betritt, hat ihn entweder nie wieder verlassen, weil er es nicht überlebt hat, oder durchlebt er einfach die Hölle. Und ja, das ist so dieses grobe Oberthema, aber hauptsächlich geht es in diesem Buch um Liv und ja, Livs Leben geht gerade so ein bisschen den Berg runter, denn sie erwischt ihren Freund, der mit einer anderen fremd knutscht und das ist noch nicht schlimm genug, dann wird sie auch noch plötzlich von dem unheimlichen Ethan verfolgt. Ja, dann stirbt ein Mädchen, das auch noch Ethans Ex-Freundin ist. Und was das alles mit Raum 213 auf sich hat und was da passiert und wer dieses Mädchen ermordet hat, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Aber ich fand das Buch so gut und für mich war es einfach total spannend, weil ich habe das, glaube ich, innerhalb von einer Stunde durchgelesen. Okay, es hat jetzt auch nicht wirklich viele Seiten, aber auch weil es so wenig Seiten hat, ist es so, so gut und es gefiel mir eigentlich wirklich, also nicht eigentlich, es gefiel mir wirklich richtig gut, obwohl es ein Thriller ist und ich werde mir auf jeden Fall die Folgebände davon holen, denn ich bin auch total gespannt. Die kann man ja unabhängig voneinander lesen, weil es immer verschiedene Charaktere und andere Geschichten sind, die aber irgendwie alle um Raum 213 spielen und ja, die werde ich auf jeden Fall lesen und für mich ist es einfach eine totale Leseempfehlung, vor allem auch für Leute, die nicht so die Thriller-Leser sind, aber vielleicht damit anfangen wollen. Für die ist es auf jeden Fall richtig was Gutes zum Reinkommen, denn ich lese ja auch keine Thriller und bin damit richtig reingekommen. Also ich bin da richtig mit warm geworden und es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ja, mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Also ich fand den einfach total mitreißend und packend und ich konnte das Buch einfach nicht mehr weglesen, weil ich die ganze Zeit wissen wollte, wie es weitergeht, was passiert, was mit den Charakteren ist. Und ja, auch der Schreibstil war total leicht, war nicht kompliziert oder so, dass man irgendwas nicht verstanden hat. Also das Buch hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe dem Buch auch so 4,5 bis 5 Sterne gegeben, weil es wirklich super war. Und da bin ich wirklich sehr positiv überrascht, weil ich das einfach nicht erwartet hätte. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr das Buch Raum 213 auch kennt und ob ihr vielleicht die Folgebände kennt und wie ihr sie so findet, ob ihr die genauso gut findet wie ich. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war's schon mit meinem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!